Der Magier, gelesen von Craziness. Ein magischer Kampf. Josh lugte aus dem Keller, seine Augen tränten. Das erste, was in ihm es normalerweise eher ihm auffiel, war, dass der Laden ruhig zuging, voll war. Vier Männer standen vor Joshs Chef Nick Fleming. Drei von ihnen waren groß und bullig, einer war eher klein. Der Kleinere wirkte irgendwie unheimlich. Joshs zweiter Gedanke war, ein Überfall? Nick Fleming stand dem Fremden gegenüber mitten im Laden. Er sah ziemlich unauffällig aus. Durchschnittliche Größe, ohne Statur, ohne besondere Merkmale außer den Augen, die so hell waren, dass sie fast farblos wirkten. Das schwarze Haar war sehr kurz geschnitten und mit dem stoppligen Kinn erweckte Joshs Chef immer den Eindruck, als hätte er sich zwei Tage nicht rasiert. Er trug einfache schwarze Jeans, ein schwarzes Shirt mit dem Aufdruck von einem Konzert, das vor 25 Jahren stattgefunden hatte, und ein paar alte Cowboystiefel. Am linken Handgelenk hatte Nick Fleming eine billige Digitaluhr und am rechten ein schweres silbernes Gliederarmband sowie zwei aufgefranste bunte Freundschaftsbändchen. Direkt vor ihm stand der kleine Mann in einem eleganten grauen Anzug. Josh fiel auf, dass die beiden Männer nicht miteinander redeten. Und doch passierte etwas zwischen ihnen. Beide standen reglos da, die Arme an den Seiten, Ellbogen an den Körper gelegt, die offenen Handflächen nach vorn gedreht. Fleming stand in der Mitte der Buchhandlung, der graue Mann und seine drei in schwarze Mäntel gehüllte Begleiter zwischen ihm, und das Seltsame bewegten beide Männer die Finger, ließen sie zucken und tanzen. Die Daumen berührten leicht die Zeigefinger, dann die kleinen Finger. Dann wurden Zeigefinger und kleine Finger ausgestreckt und so ging es weiter. In Flemings Handflächen sammelten grüne Nebelfetzen, ringelten sich in verschwungenen Bändern aus seinen Händen und sanken zu Boden, wo sie wie Schlangen hin und her zuckten. Aus der behandschuhten Hand des grauen Mannes fielen gelblich gefärbte Rauchstücke, die sich wie Schmutzwasserflecken auf den Holzfußboden sammelten. Von den Nebel und Rauch ging der Gestank nach Pfeffermünze und faulen Eiern aus. Da spürte, wie sich ihm der Magen umdrehte. Er musste würgen und schluckte hart. Mittlerweile war der Raum zwischen den beiden Männern ganz von den grünen und gelben Rauchfetzen angefüllt. Wenn die sich berührten, zischte grünen und gelben Rauchfetzen und Funken sprühten. Fleming ließ noch immer die Finger tanzen und in seiner Handfläche erschien jetzt ein langer, armdicker grüner Rauchkringel. Er blies daraus kurz und zischend, und der Rauchkringel stieg hoch und rollte sich in Höhe der Köpfe der beiden Männer zu einer Kugel zusammen. Die kurzen, dicken Finger des grauen Mannes tippten ihren eigenen Rhythmus, und ein Ball aus gelber Energie glitt aus seinen Händen und schwebte davon. Er berührte den grünen Rauchkringel, der sich sofort um den Ball zu wickeln begann. Funken sprühten, es knallte und eine ohrenbetäubende Explosion warf beide Männer rückwärts durch den Raum und schleuderte sie gegen die Bücherregale. Glühbirnen und Neonröhren unter der Decke zersprangen und ließen pudrig feine Glassplitter auf den Boden regnen. Zwei der großen Fensterscheiben zerbarsten und flogen nach draußen. In etlichen kleinen Sprossenfenstern bildeten sich Spinnwebrisse. Nick Fleming stürzte nicht weit vom Kellerabgang zu Boden. Fast wäre er auf Josh geprallt, der wie angenagelt auf der Treppe stand, die Augen vor Entsetzen weit aufgerissen. Als Nick sich aufrappelte, drückte er Josh die Treppe hinunter. »Bleib unten, egal was passiert! Bleib unten!« zischte er. Er sprach Englisch mit einem undefinierten Akzent. Beim Umdrehen straffte er die Schultern und Josh sah, wie er die rechte Hand hob und erneut in die Handfläche blies.
Dann sah er, wie er die rechte Hand hob und erneut in die Handfläche blies. Danach machte er eine Bewegung, als wollte er einen Ball in die Mitte des Raumes werfen. Josh reckte den Hals, um zu sehen, was passierte. Aber es gab nichts zu sehen. Bis es plötzlich schien, als würde alle Luft auf den Raum herausgezogen. Bücher wurden aus den Regalen gerissen und zur Mitte der Buchhandlung hingezogen, wo sie in einen chaotischen Haufen liegen blieben. Gerahmte Drucke flogen von den Wänden, der schwere Teppich hob sich voll vom Boden und wurde wie von Geisterhand in Richtung Bücherberg gezerrt. Und dann explodierte der Berg. Zwei der bulligen, schwarz gekleideten Männer traf die volle Wucht der Explosion. Josh sah, wie Bücher einiger schwer und hart, andere mit biegsamen Einhand dafür schwerkantig, wie aufgeregte Vögel um sie herumflatterten. Er zuckte, mitfühlend zusammen, als einer der beiden ein dickes Wörterbuch mitten ins Gesicht traf. Sein Hut und die Sonnenbrille flogen davon. Und zum Vorschein kam eine erdige, graue Gesichtshaut und Augen, die aussahen wie schwarze, polierte Steine. Ein ganzes Regal voller Liebesromane kippte seinen Inhalt seinen Kameraden ins Gesicht. Die billige Sonnenbrille zerbrach in zwei Teile und Josh stellte fest, dass auch er Augen wie Steine hatte. Das wusste er plötzlich, dass es tatsächlich Steine waren. Josh wandte sich zu seinem Chef um und öffnete den Mund, wie um eine verzweifelte Frage zu stellen. Nick Fleming warf ihm einen kurzen Blick zu. »Unten bleiben!« schrie er. »Er hat Golems mitgebracht!« Fleming duckte sich, als der kleine Mann drei lange sperrenglische Energiestäbe durch den Raum schickte. Sie flogen zwischendurch Bücherregalen und bohrten sich zum Boden. Alles, was sie berührten, begann augenblicklich zu verrotten und zu vermodern. Ledereinbände brachen, Papier wurde schwarz, Holzdielen und Regalblätter zerfielen zu feinem Staub. Fleming warf einen weiteren unsichtbaren Ball in eine Ecke des Raumes. Josh folgte der Bewegung seines Armes. Ein Sonnenstrahl traf den Ball in seinem Flug durch die Luft und für einen Augenblick sah Josh ihn ausleuchten, in verschiedenen Grüntönen funkelnd und schimmernd wie eine Smaragdkugel. Dann flog er aus dem Licht und wurde wieder unsichtbar. Die Folgen seines Aufpralls waren verheerend, wie ich nie noch als beim vorherigen Mal. Diesmal war kein Laut zu hören, doch das gesamte Gebäude erbebte. Tische mit Taschenbüchern darauf zerfielen zu Streichhölz großen Spänen und Papierschnipsel folgen wie bizarres Konfetti durch die Luft. Zwei der Männer in Schwarz, Golems, wie Fleming sie genannt hatte, krachten rückwärts in Regale und wurden Büchern begraben, während der dritte, der größte, mit solcher Wucht gegen die Tür prallte, dass sie aufflog und er auf die Straße flog. In der Stille, die darauf folgte, hörte man das Klatschen von behandschuhten Händen. »Wie ich sehe, hast du deine Technik perfektioniert, Nicholas!« Der Graue sprach Englisch in seinen seltsamen singenden Tonfall. »Ich habe geübt, John«, erwiderte Nick Fleming, wobei er langsam wieder näher an die offene Kellertür rückte und Josh wieder hinunterdrückte. »Ich wusste, dass du mich früher oder später finden würdest.« »Wir haben sehr lange nach dir gesucht, Nicholas. Du hast etwas, das uns gehört, und wir wollen es zurückhaben.« Ein gelber Rauchfetzen bohrte sich in die Decke über Flemings und Joshs Kopf. Es knisterte und vermoderter schwarzer Putz fiel herunter wie giftige Schneeflocken. »Ich habe es verbrannt«, sagte Fleming. »Schon vor langer Zeit.« Er drückte Josh noch weiter in den Keller hinunter, trat selbst auf die Treppe und zog dann die Schiebetür hinter sich zu. »Frag nicht«, warnte er, und seine hellen Augen leuchteten in Dämmerlicht. »Nicht jetzt!« Fleming fasste Josh am Arm und zog ihn in die dunkelste Ecke des Kellers. Dort packte er ein Regal mit beiden Händen und zog es mit einem Ruck zu sich her. Etwas klickte aus dem Regal, schwang auf. Dahinter kam eine verborgene Treppe nach oben zum Vorschein. Fleming schob Josh rückwärts. »Schnell jetzt! Schnell und leise!« sagte er. Er trat hinter Josh durch die Öffnung und versuchte, das Regal wieder davor zu ziehen. Im selben Augenblick sah Josh, wie die Kellertür zu einer fälligen schwarzen Flüssigkeit zusammensackte und die Treppe hinunterfloss. »Hinauf!«
Das Egal hinter ihnen raste ein. Nick Fleming warmem Atem streift Joshs Ohr. Die Treppe führt in den leeren Laden neben unseren. Wir müssen uns beeilen. Der wird nur wenige Augenblicke brauchen, bis er merkt, was los ist. Josh Newman nickte. Er kannte den Laden nebenan. Es war eine Reinigung, die den ganzen Sommer über leer gestanden hatte. Während er weiterhastete, tanzten durch Josh hunderte Fragen. Und keine der möglichen Antworten, die ihm in den Sinn kamen, waren befriedigend, da an den meisten ein einziges unglaubliches Wort vorkam. Magie. Josh hatte gerade gesehen, wie zwei Männer sich mit Bällen und Speeren aus Energie beworfen hatten. Er war höchstpersönlich Zeuge der Zerstörung gewesen, die diese Energie ausgerichtet hatte. Josh war Zeuge von Magie gewesen. Aber natürlich wusste er, dass es Magie nicht gab und nicht geben konnte. Das wusste schließlich jeder, oder nicht?